Hallo Leute, und da sind wir auch schon wieder bei einer neuen Folge Let's Play Together mit dem Nico zusammen. Yay! Ich darf weiter Ja, Sand dann würde ich abbauen. sagen, wir holzen weiter ab. Ja. Ich guck mal, wie viel ich habe über einen Stack schon. Oh mein Gott, ich habe schon über zwei Stacks. Dann nehme ich mir noch 32 mit. 25, 5, 6, 7, 8, 19. Ja, passt dann. Genau, es sind 36. Ich sehe mal doppelt aufploppen. Jetzt habe ich 42 haben. Okay. Dann muss ich wieder zu meinem Boot schwimmen, weil das irgendwie ein bisschen abgedriftet ist. Auch nur ein Meins ist bisschen. ganz kaputt gegangen. Hä? Meins ist ganz kaputt gegangen. Ein GG. Zur Insel. Dein Yay. der Baum ist leicht groß. Meiner. Bei mir ist alles echt groß. Aber nur ganz leicht. Ja. Ich mich in jeder Folge räusper. Natürlich, Junge. So. Muss so sein. Räusper. Baue ich da ein Baumhaus rein? Ich überlege gerade. Theoretisch, ja, ich baue mir ein Baumhaus. Oder? Naja, ich brauche erstmal ein bisschen Holz. Ich kann mir jetzt noch kein Baumhaus leisten. Naja. Langt das bis oben hin? Natürlich nicht. Alter. Jetzt müsste ich mich dann da hochbauen später. Mache ich gleich. Solange lasse ich dann einfach noch die Krone da stehen. Ja, Leute, das ist jetzt schon die 12. Folge. Ich kann es eigentlich gar nicht glauben. Es geht schon 12, schnell. es ist schon fast 24 und 24 umgedreht ist 42, von da ist der Sinn des Lebens. Diese Logik. Was denn? Nix, gar nichts. Stimmt das etwa nicht? Nee. Das ist natürlich doof. So. Ah, ich wollte ja austesten, ob ich da schlafen kann und wieder aufstehen kann. Das ist natürlich doof. Genau, ich wollte mich zu den Koordinaten buddeln. Ich habe mir vergessen, die Höhe aufzuschreiben. Ich bin so klug, weil ich dachte, ich Oh. brauche die Höhe nicht. Aber da brauche ich ja die Höhe. Na, hallo? Danke. Die Höhe ist genau 47. Alles klar. Located Mary. Kann ich hier wieder zumachen? Na? Habt ihr Eier gelegt, Hühner? Ja. Sehr schön. Komm, wir sprechen mal über unsere Maustastatur, Headset und so, also Hardware. Ja, meine ist scheiße. So, jetzt Thomas seine. Warum dann? Meine ist doch gar nicht scheiße. Ja. Meine Hardware schon. Nee, sag, schieß mal los, was hast denn du für Maus und Tastatur? Das interessiert doch bestimmt. Also, Maus, Razer, Naga, MOBA, Action, RPG, Gaming, Maus, Tutentun, Tastatur, Razer, Lycosa, heißt sie, ja. Und das Headset ist von Logitech, das G930 Wireless. Also das Beste auf dem Markt, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Das Beste für meinen Zweck, ja. Weil ich wollte ja ein Wireless Headset. Aber nicht Wireless Headsets gibt es bessere. Also vom Klang her. Weißt du, was du Ja. meinst? So, Ja, also 16 ich habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ich habe eine Rocket-Tastatur. Rocket ist QFX Color oder wie die heißt. Also die mit steht den meistens hinten drauf. 18, ja, ich gucke jetzt nicht hinten drauf. Ah, Habe da ich steht's ja. zumindest gemacht. Rocket SQFX Multicolor Gaming Keyboard. Was ist da? Geht doch. So, das habe ich. Und da hat man eine Auswahl zwischen knapp
16 Millionen Farben, glaube ich. Und, also für die Tastatur, klar. Und ja, das ist, die ist ziemlich cool. Kannst du auch so verschiedene Programme dann einstellen, wie die Farben verlaufen sollen und ob die random irgendwie beleuchtet werden soll oder ob sie überhaupt beleuchtet werden soll. Jo. Und so Zeugs halt. Die Maus? Willst du kurz noch was anderes sagen? Nein, ich suche hier gerade nur rum. Ach so. Die Maus, die ich habe, die, das ist auch eine Logitech wie Nikos Headset. Das ist die Logitech G602. Wireless Maus auch. Die müsste aber sogar eine der besten sein, oder? Was denn für? Die Maus oder was? Ja, Wireless. Von Wireless-Mäusen? Ja. Damit kenne ich mich nicht aus, aber ich denke, also ich finde sie am coolsten. Ich würde sie mir auch holen, wenn meine kaputt wäre, was sie nicht ist. Und bevor sie kaputt ist, wofür soll ich mir dann eine neue holen? Und Headset, ja. Eher noch kein gescheites. Noch gar keins, um genau zu sein. Ja, ein kaputtes. Ich habe Eisen gefunden. Auf dem Weg. Oh, ich bin zu noch meiner Stelle, wo ich hin muss. Die ich gleich ja, treffen müsste. Wie gesagt, Headset habe ich eigentlich kein, wirklich gar keins eigentlich. Ich spreche hier nur ins Mikro und höre über meine 5.1 Anlage, die ich hier stehen habe. Aber ich werde mir bald eins holen und wahrscheinlich wird es sogar das vom Nico sein, weil ich das einfach richtig hammer finde. Yay. Und von dem Sound, es ist ja 7.1 Sound, falls euch das was sagt, aber bestimmt. Wahrscheinlich nicht. Ja, das ist, dass man, also du musst dir vorstellen, ich rede jetzt mit dem Zuschauer, du musst dir vorstellen, du hörst im Headset, hörst du dann, was überall um dich herum ist. Also 360 Grad hörst du mit dem 7.1 Sound. Es gibt ja auch Stereo-Headsets. Das ist einfach dann irgendwie ein Lautsprecher, wo du überall alles hörst. Zwei Lautsprecher, ansonsten wär's Mono. Oder ja, genau. Zwei Lautsprecher. Und bei diesem 7.1, oder es gibt ja auch 5.1, 5.1 ist halt vor dir, hörst du alles links, rechts, vorne links, vorne rechts und eben geradeaus, ja. Und ja, geradeaus hören. Ui. 7.1 hörst du halt auch hinten links und hinten rechts. Und das ist halt cool, zum Beispiel in Minecraft kannst du dann hören, ein Creeper, Vorsicht, hinten links. Oder so, gell? Mhm. Du kannst nur keine Höhen unterscheiden, weil das kann dein Ohr generell nicht. Mhm. Dein Ohr kann nicht unterscheiden, ob es über dir oder unter dir ist. Okay. Egal. Auf jeden Fall. Das Rätsel ist nämlich nur. Ziemlich cooles Headset. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich meine, die Übertragung von dem Wireless ist ja auch ziemlich gut, gell? Also da gibt es keine Probleme. Nö, überhaupt nicht. Also ich merke keine Verzögerung. Auch wenn ich es jetzt hier mal mit angeschlossen habe, weil ich es aufladen muss und fast alles und ich nicht will, dass während der Aufnahme alles. Und wie ist das mit Akkulaufzeit? Ich weiß es nicht, ich habe es nämlich nie voll aufgeladen, weil ich es immer benutze. aber ich glaube, wenn man es komplett aufgeladen hat, also wirklich die ganze Zeit, und es dann einfach nur so nutzt, ich glaube 10 Stunden. Okay, ist auch cool. Und 16 Meter Reichweite. Sehr gut, ja, Leute. Da läuft voll der Leck. Was der Nico für Hammer Zeug hat. Und ich nicht. Ja, ich habe immer Hammer Zeug. Nico? Hm. Willst du meinen Kies haben? Was? Willst du meinen Kies haben? Ach, Kies, ja. Ich habe eben Kies verstanden. Ja. Also, Kies. Ach so. Ja. War voll dumm, dass ich das hier mit Cobblestone gemacht habe, wenn ich es eh wieder mit Diorit mache. Ich dachte nur, ich hätte keinen mehr, deswegen habe ich es erstmal mit Cobblestone zugemacht. Aber ich hatte noch einen Stack. Da-dum. Brauchst du Diorit noch? Nee, ne? Ja. Ja? Mhm. Soll ich dir was geben? Ein bisschen viel brauche ich sogar noch. Gerne. Ich habe aber gar nicht so viel. Egal.
Meine Kohle bitte. Was wollte ich? Ah ja, genau. Spitzhacke. So. Haben wir zwei Spitzhacken. Perfekt. So, dann kann ich jetzt auch mit Hilfe des Glases unten weiterbauen. Sollen wir eigentlich ein bisschen nach Pauls Kanal auch Ups. aufmerksam machen? Nö. Der lädt hier eh nichts hoch. Doch. Was denn? Zum Beispiel heute hat er eins hochgeladen. Also Ja? am 4.11. nehmen Was wir hat die er denn Folge. hochgeladen? Habe ich nichts mitbekommen. Hast du mir auch nicht gesagt. Er hat es aber gesagt. Ja? Siehst du mal, wie ich ihm zuhöre. Was Also, denn? Ach ja, ach stimmt. Speeddrawing, ne? genau, Paul hat Speeddrawing hochgeladen. Hat er, Lord. ich weiß, vor allem, er hat ja gesagt, er rendert's nicht, ne? Er hat es auch nicht gerendert. Ja. Wie hat das dann schneller gemacht? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das Weil hat er einfach. Speeddrawing ist, du zeichnest es normal schnell und speedest dann halt das Video ab. Das hat er auch so gemacht. Ja, schon, aber wie, wenn das nicht. Okay. Also, er hat ein Auto gezeichnet. Jetzt könnt ihr aber auch auf dem Kanal, könnt ihr ihn selbst fragen. Ich habe da nicht so eine Ahnung. Er hat da Also wenn viel. euch Speeddrawing interessiert, geht auf Pauls Kanal. In der Ja, Beschreibung genau. ist der. Oder die Recall. Bei uns wird es nicht vorkommen, gell, Nico? Speeddrawing? Ja. Ja, natürlich. Pokémon Speeddrawing, hallo. Wahrscheinlich. Hey, was willst du damit sagen? Nix, gar nichts. Danke. So, ich bin bei dir. Ja, ich bin in der Mine. Hast du den Ding fertig unten? Den noch nicht, aber ich weiß jetzt, wo er rauskommt. Und ich war fast richtig mit dem Arm. Soll ich es hier rausgehen lassen? Das würde gehen. Theoretisch. Hier. Ja, kannst du machen. Okay. Wie tief oder was? Wird es ein breites Loch? Ja. Okay. Ja, kannst du machen. Hier ist übrigens dein Kies. Ja, wirf einfach runter. Hast du runtergeworfen? Jupp. Ich hab ihn nicht bekommen. Doch, bestimmt. Nee. Hä? Alter. Was denn? Das Schaf ist über meine Farm gelaufen. Ich hab den. Ach doch, 35 hast du mir gegeben. Ja. Ich hab den gar nicht runterfallen gesehen. Das hat mich halt irritiert. So. Ups. Wahrscheinlich warst du Nico. Was denn? Hier über meine Farm gelaufen. Genau, weil ich mich auch nicht von der Stelle bewegt habe, als ich dich gefragt habe, kann ich hier hinbauen. Man weiß ja nie, vielleicht kannst du dich teleportieren mit den Lags, die es hier gibt. Ja, ich kann mich teleportieren, slash TP. Aber erstmal mich hier verurteilen. Zweifelsfall immer für den Angeklagten. Ja, vergiss das mal nicht. Ja. Warum habe ich F3 noch an? Ich glaube, ich war noch ein bisschen mehr Kobbel. Ups, da habe ich mich verplantet. Toll. Ich bin nicht mehr so aufmerksam. Ah, ich habe noch einen Stack. Okay. Dann kommt das hier schon mal raus. Ich habe hier viel zu viel Glas gemacht, wie ich gerade sehe. Um genau zu sein, 50 zu viel und ein bisschen mehr noch. Hier. So, dann kann ich das hier auch gut abbauen. Und dann muss ich hier wieder Cobblestone setzen. Gucken, ob es reicht. Müsste aber eigentlich. Ja. Achso. Ja, auf jeden Fall. Tralala, Cobblestone ist da. Also super. Oh, ich habe noch gar nicht das Glas bis dahin hingezimmert. Oh.
Whoopsie-di-doo. Whoopsie-di-doo. Ah, wie hoch ich gerade geflogen bin. Slash fly. Benutzt du doch auch, oder? Immer. Die ganze Zeit. Kannst du im Video sehen. So, jetzt muss ich nur noch das Wasser hier wegmachen und Fackeln setzen halt. Ja, das zählt ja dazu. Und dann habe ich endlich diesen Scheißgang fertig. Hehe. Aber der ist cool. Der ist ziemlich cool. Der hat lang genug gedauert, ganz ehrlich. 2 Folgen, oder? 3. 4. 3, 4. Oder so. Ich habe ja immer mal wieder dran gebaut. Ja. Was hast du als nächstes vor? Baust eine Burg? Ja, auf jeden Fall. Ne, ich baue noch ein Baumhaus. Stimmt, das hast du ja auch noch vor. Ja, und du? 4 Stück müssten lang. Also ich baue jetzt mein Lagerhaus fertig und richte das dann ein. Und dann... Weiß ich noch gar nicht genau, was ich dann mache. Boah, das ist ja ein guter Plan. Ja, ich bin spontan. Ich denke. Ich kann auch spontan sein, wenn man mir früh genug Bescheid sagt. Genau. Naja, meine Axt ist gebrochen. Darf ich das mit der Hand abbauen? Ich will jetzt nicht wegen den paar Blöcken nochmal nach oben gehen. Ich denke, ich werde dann ein bisschen minen. Mine-timen. Genau. Und dann werde ich auf eine Insel ein bisschen weiter weggehen und da anfangen zu expandieren und mein Haus zu bauen. Siedelst du schon neues Land? So, der Gang ist fertig. Du musst bei dir halt nur noch Leitern hinsetzen. Vielen Dank. Das hilft. Ja, jetzt müssen wir nicht wieder schwimmen oder mit dem Boot, das sowieso zerbricht, fahren. Ja. Und man kann, wenn man genügend Hungerbalken hat, auch ganz schön schnell rüberrennen. Ja. Wenn du rennst und springst, weil ja die Decke direkt... Theoretisch müsste ich noch Falltüren hinsetzen und Eis drunter. Aber egal. Stimmt. Weil Falltüren zählen ja eigentlich als 0,2er, aber du bist auch nicht ganz... eins hoch, weil ich kann jetzt springen. Dann bin ich 0,2 hoch. Deswegen passt es genau. Deswegen bist du dann am schnellsten, wenn du noch Falltüren drunter machst und Eis. Weil du dann schlitterst. Ja. Ach ja. Diese Tricks. Ich habe 7 Türen. Brauchst ein paar Türen? Nee, danke. Ah doch, 2 Stück. Ja, zu spät. Nee. Hast du schon verplantet? Ja, total. Hätten wir das? Ja, meine Farm ist ein bisschen gewachsen zumindest. Kann ich mir mehr Brot backen. So, das. Ja. Genau, um zu sein, ein Brot. Yay. Nom, 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 nom. Ich will mich jetzt auch nicht absichtlich umbringen, weil das lame ist. Wow, natürlich. Stimmt, ich muss hier noch die Krone hier abbauen. Egal, wie viel Leitern brauche ich denn bis runter? Auf welcher Höhe bist du? Ich bin auf Höhe... 64. 64? Warum hast du eben dein Mikrofon so... Hab ich gemacht? Ja. Sorry. 64, dann brauchst du... Keine Ahnung, 23. Was weiß ich. Nee. 27. Nein. 7 und 17. Ja, 17. Halt, du musst runter auf 47, mein Gott. Alles klar. So, dann mache ich dann hier später den Weg nach da hoch. Ah, ich kann hier gar keinen Kiesweg machen, oder? Well played.
Kann hier keinen Kies wegmachen. Das war gerade unnötig, Leute. Du bist unnötig. Ja, das ist schön. So, wir werden endlich mal wieder Nacht. Ich will mein Bett austesten. Tun. Glas habe ich hier noch drin. Alter, ich habe so viel scheiß Glas, ne? Ich tausche jetzt erstmal unten das gegen Holz aus, weil ich habe jetzt wieder Holz. So, der Regen passt gerade, Nico. Wieso? Denn es ist jetzt düstere Stimmung, weil die Folge vorbei ist. Wieso sollte düstere Stimmung herrschen? Alles klar, Leute. Ach ja. Dann würde ich mal sagen, bis zum Wir nächsten Mal. Wir warten noch ganz kurz, weil ich gerade unter Wasser stehe und deswegen nicht aufhören kann. So, Lol, jetzt. Es ist Gewitter. Ja, GG. Erstmal Haus abfackeln. Gut, dass ich noch kein Baumhaus gebaut habe. Kann ich anfangen? Ja, ja. Gut. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge bei einem neuen Let's Play. Ach, ja, beim neuen Let's Play. Also, er hat ein neues Let's Play angekündigt und zwar SimCity. Du bist doch ein Team. Alles klar, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's my time. Ciao, Leute. Tschüss.